Nix. Am Valentinstag kann er sich nicht entscheiden, schenkt er Blumen oder führt er sie zum Essen aus. Drum wählt er die Mischung aus beidem und schenkt dir einen Nudelstrauß. Wunder dich nicht, wenn dann nix mehr geht. Nicht nur für heut Abend, sondern mindestens bis der nächste Frühling kommt. Wer fegeln will, muss freundlich sein. Mehrer ist gar nicht. Probier's einfach mal aus und schreibt's mir, wie's euch damit geht. Denn es ist doch verschissene Zeit, wenn zwar sich liebende Leid, anstatt sich zu vergnügen, nur obist nebeneinander liegen. Sei doch einfach bisschen nett, es tut dir doch nicht weh, wenn's da wie gestern nimmer Müll gleich mit. Lass nicht umstehen, wenn's am Klo warst, mach einfach mal spontan dann noch das Fenster auf, aber wenn du glaubst, dass gar nicht so schlimm war, kann's doch sein, dass sie's nicht da schnauft. Und wenn du abends neben ihr im Bett drin liegst und deine Lüste haben nur Lust zum Tanzen und du anfängst ganz vorsichtig dich an sie hin zum Wanzen, wenn sie dann sagt, sie hat Migräne, hat's im Kreuz, ist schon summiert, das halt einfach nicht passt, dann heißt es auf gut Deutsch, dass du nicht nett genug warst. Wer fegeln will, muss freundlich sein. Mehrer ist gar nicht. Probier's einfach mal aus und schreib mal, wie's da damit geht. Denn es ist doch verschissene Zeit, wenn zwar sich liebende Leid, anstatt sich zu vergnügen, nur obist nebeneinander liegen. Verzeih ihr einfach, was hören will. Ist doch nicht so schwer, sorge, dass sie auf der ganzen Welt die Schönste für dich wär. Sorge, dass du sie wegen ihrer Ausstrahlung liebst und was die O-Törnt, ist ihr Wahnsinnsfigur. Sag ihr, dass ihr Anschnittsbrot ist und ihr Busen groß genug. Und jetzt ging's heim ins Bett, denn es ist schon spät, macht's es euch ein bisschen nett. Wer weiß, wie lang's noch geht.